Was geht ab bei euch auf der Erde? Terra Fox hier, gesendet von der Erde. Und herzlich willkommen zum neuen Sonic Fangame. Diesmal von dem Entwickler Funktix X. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht geladen ist. So, wir haben hier Sonic 3 Chronicles. Ja, 1994 war Sega da. 2023 ist Funktix X. Unten rechts kann man es sehen. Und, boah, die Musik ist sehr laut. Ja, schon wieder. Ich hab's auf 2 gestellt, es wird trotzdem noch so laut. Und man kann hier eine Option. Okay. Das zählt nicht. Ich hab das gedrückt. Scheiße. Scheiße. Scheiße, wir sind mitten im Spiel. Ich war. Fuck, fuck. Wie kommt man hier raus? Da wollte ich nicht. Ah, wir starten es einfach nochmal neu. Okay, es gibt eine Möglichkeit, wieder zurück ins Menü zu kommen. Okay, das ist jetzt so eine Art, ja, Fangame-Remake-Option hier. Wir haben hier auf Quad-HD stehen. Knuckles-Style, Knuckles 3, Knuckles so. Und, ja, das ist jetzt ein, was ist denn das überhaupt? Das ist ein Fangame. Kein ROM-Hack oder so, Sonic the Chronicles. Und wir starten mal als Einzelspieler rein und es sieht aus wie Sonic 3, ist aber kein Sonic 3. Soweit ich, mehr weiß ich aber auch nicht darüber. Sonic 3 war ja das erste Spiel. Das habe ich mir jetzt schon wieder falsch gemacht. Oh, dieses. Oh, das ist genauso wie in der Original Sonic 3. Da weiß man auch nicht, welche Taste irgendwas ist. So, wir nehmen Sonic, New. Ich habe ein bisschen angespielt und es geht los in Island. Angel Island Zone 2 und oh, wow. Okay, das war jetzt peinlich. Also, das ist der Sonic 3 in Widescreen, wie man sehen kann. Sehr geil. Und ich glaube, ich habe die falsche Kamera. So ist besser. So, okay, wir starten jetzt hier. Mausack ist im Weg. Und wir sind hier bei der Brücke von Angel Island 2. Da kommt Knuckles. Blood is on the dance floor. Da, 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 da. Das war eine Anspielung auf Michael Jackson, falls ihr das wisst. Es gibt ja auch ein Blood is on the dance floor. Gibt es diese Knuckles-Video-Melodie, kann man die hören. Und so, die Brücke. Wir kommen nicht in Hydro City an, sondern jetzt hier. Und normalerweise geht es da runter. Oh. Oh nö, oder? Müssen wir schon wieder erleben. Blood is on the dance floor. Blood is on the. Ich hab. Oh, wie geht denn das? Blood is on the floor. Ich glaube, so war das. So, diesmal versuchen wir jetzt mal durchzukommen. Und. Ja, es ist. Es ist. Oh, okay. Alles ist sehr gewohnt, aber im Widescreen ist schon ein bisschen. Widescreen ist schon ein bisschen ungewohnt. Also, ich habe glaube ich schon erwähnt, aber ich sag's mal nochmal, also Sonic 3 und Knuckles war ja mein erstes Sonic Game. Ich habe die Demo gespielt auf dem PC. Ich war immer PC-Spieler. PC Master Race, wie man sagt, wie man heute sagen würde. Und ja, und ja, das hat mir so gefallen, dass ich Sonic Fan geworden bin, aber ich habe mir die PC-Version nicht geholt. Da gibt's noch. Ich habe gehört, hab gelesen, dass die PC-Version von Sonic 3 Knuckles andere Musik hat und so. Also Mega Drive und so habe ich nie gehabt, leider nicht. Und ja, okay, so, wir kommen jetzt. Wo geht's denn lang hier? Wo geht's denn lang hier? So. Ah, hier da unten. Aha, Mann, jetzt sind wir vorbei. Hier runter. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ich habe das schon vorhin etwas angespielt. Mit Tails. Deswegen weiß ich eigentlich ungefähr so, wie die ersten Levels aussehen. Extra Leben brauchen wir, das haben wir verloren, weil wir nach links gelaufen sind, in den Abgrund. Und das hier funktioniert noch nicht. Ja, ist noch eine Demo, eine Sage 2023 Demo. Aber ja, und das hier ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, hier muss man nie draufstehen. Spin Dash, ganz oft, wie beim Zahnarzt.
Und das müssen wir nochmal machen. So, jetzt ist es hier frei. Oh, als ich das angespielt habe, habe ich das zuerst nicht rausfinden können. Wow, scheiß im Wasser und es kommt wieder Hai. Oh. So, hier ist ein Knopf. Mal gucken, was der macht. Ich dachte, das Wasser läuft jetzt ab oder so, aber anscheinend nicht. So. Gehen wir aus dem Wasser raus. So, okay. Boah, hier. Hier glaube ich, ne? Ah. Okay, das ist ein bisschen kompliziert, wie es aussieht hier. Boah, wir können nicht stehen bleiben. Wir sind zu schnell für diese Welt. So, jetzt geht's. Hallo? Wo geht's lang? Hier. Da. Na. Ach nee, noch so ein Ding, ey. So, wie beim Zahnarzt, wie mein Vater mal sagt, das hört sich an wie beim Zahnarzt. Machen wir diese Wand durch, brechen wir diese Wand durch. Und mal gucken, wo es hier jetzt weitergeht hier. Okay, ich glaube, wir laufen wieder im Kreis herum. Ja, wir laufen im Kreis herum. Ich glaube, hier unten geht's weiter. So, Checkpoint, auch wenn wir kommen noch extra Leben haben. Ja, was auch cool ist, ja, nicht nur Supporter-Controller, sondern wenn man getroffen wird, dann vibriert der Controller. Der vibriert dann hier. Konnte das. Das ist sehr geil gemacht. Das habe ich nicht in vielen Fangames, dass der Controller vibriert. Manche Fangames unterstützen meinen Controller, ne? Also das hier ist schon gut gemacht. Das Level-Design, ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Schau das mal an, wo geht's denn hier lang? Okay. Ich glaube hier, oder? Oh ne, hier geht's überhaupt nicht lang. Jetzt sind wir. Oh. Sonic 3 war da etwas übersichtlicher. Vielleicht soll ich mir Sonic Origins Plus holen oder so. Und das Let's Playen. Wo geht's denn hier vor. Wo geht's denn hier. Wie komme ich jetzt auf diese Plattform, die im Vordergrund steht? Das kann doch nicht der Ernst sein, oder? Das kann doch jetzt nicht der wirkliche Ernst sein. Wie geht's denn hier? Wo geht's denn hier voran? Hier, ist, hier oder was? Hä? Okay. Da war eine Wand. Habe ich nicht gesehen. Oh, Bossgegner. Mal gucken, wie der so aus, wie der so spielt. Wow. Wow. Verschwindet er einfach. Ah. Alter! 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 Alter ist der. Boah, wow, scheiße! Ich habe noch gar nicht getroffen. Es waren Pixel, da waren noch 3-4 Pixel übrig. Wie hat er mich getroffen? Habt ihr das gesehen? Mache ich dann in Slow Motion, wenn ich am Video nochmal anschaue. Wow, scheiße. Oh, regnet so. Wow. Herzinfarkt. Kann man die Bilder. Oh, cool. Man kann es. Oh. Endless Mine so in Act 2. Boah, jetzt wirklich Endless Mine ist das wirklich hier. So, jetzt brechen wir hier durch.
Oh nee, jetzt muss ich schon wieder Zahnarzt. Warum, oh, Mann? So. Drauf. Bild, es entschleunigt das Spiel, um ehrlich zu sein. Das ist. Oh, dieser blöde Feuerschild! Fire Dash, oder wie das heißt hier. So! Erstmal ein Checkpoint. Was ist denn das? Was ist denn für ein Level-Design? Kommt ja gar nichts, ey. Boah. Drauf. So, ganz vorsichtig. Ach, das ist eine Wand. Sehe ich gar nicht. Ist ja. Das ist eine Wand. Habt ihr es gesehen? Was ist das für ein Level-Design? Ist ja unglaublich. Ist die Wand jetzt weg? Okay, die ist jetzt weg, die Wand. Aber hier ist eine neue Wand. Die andere. Nee. Das war schon vorher so. Aber hier, jetzt können wir durch. So. Okay, vorher schon dann verloren wegen Wasser, weil wir ins Wasser laufen mussten, wie Jesus. So. So, jetzt geht's hier weiter. Endlich geht's hier weiter. So, jetzt hier im Griff. Ist das ein Spießschuh, ist ein schwarz-weiß. Was bedeutet das? Das verlangsamt einen sogar. Alter! Geh endlich raus! Oh! So. So, okay. Ich glaube, jetzt noch links oder so. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Da sind wir unter Wasser. Ja, man, funktionieren die Monitore, ne? Das war im letzten Let's Play ja so ein Problem gewesen, im letzten Fangame. Da hat der Monitor nicht funktioniert. Muss ich hier wieder einen Schalter betätigen oder so. Okay, ist nettes Plattforming und so, aber boah. Ich blick nicht durch. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Jetzt muss ich wieder warten, dass das Ding von unten kommt. Ich schau, ob die Tür zu ist, aber ist die zu? Schaut es mal an, ey. Schaut euch das mal an. Wo geht's denn hier weiter? Hier ist nix. Können wir durch? Nee. Hier ist der Schalter, da haben wir es dreimal betätigt. Jetzt da entlang? Nee. Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Yeah! Wir sind durch. Noch 3 Minuten 50 Sekunden haben wir es geschafft. So. Steine durch. Betten ist vermöbeln. So. Nee, oder? Jetzt sind wir schon wieder an derselben Stelle wie im letzten Level, oder was? Das Level ist nicht toll. Ich bin total verwirrt, ey, das ist auch unglaublich, dieses Spiel. Schau mal an, wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn da lang? Ich glaube, das ist wie. Ich glaube, da ist eine Wand, ne? Die kann man durchlaufen, ne? Hier rechts. Ah. Unglaublich. So, nochmal hoch. Lande doch endlich drauf. Alter.
So, geht doch. Ah, hier kann man durch. Wie beim letzten Level auch. Boah! Ey, wir haben 110 Ringe gar nicht bemerkt. So, jetzt kommen wir hier drauf. Hallo Knuckles! Wow, wow! Da kann man verlangsamen, kann man. Beschleunigen geht auch. Er hat mich an diesem Bomber. In Sonic 3, ne, kann man jetzt, kommt ja dieser Bomber beim Ende des, der zweiten Akt und denkt, oh, der ist 2, da kann man auch so schnell rennen und so. Oh, das ist aber gemein. So. Ah, da war direkt reingelaufen, ey. Ja, fahr ich ein bisschen. Und jetzt war ich wieder so voreilig. Oh Mann, ich hab keine Ringe mehr. Okay, so wir holen uns die Monitore. So. Das ist immer noch schön gemacht, diese Falle, die man dann manchmal mit den Sprungfedern bauen kann. Gibt es in Sonic 3, glaube ich, auch. Vielleicht sogar schon in Sonic 2. So. Komm, der Endgegner. Alter, ist ja vollkommen Platz frei übrig hier. Dr. Robotnik persönlich ist es. Oh Mann! Boah, da kann man ja kaum ausweichen, da sind so viele Steine, die von oben runterfallen und ich glaube, die Spitze muss man ausweichen. Alter, scheiße. Ah! Alter, Alter, Alter! Scheiße, nicht gesehen! Ring, 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 ah! 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 Oh Mann! Scheiße, ausweichen! Ah! Ah! Ring noch, krieg ich noch. Okay, wir haben Bossgegner erledigt. Okay. Jetzt können wir uns entspannen. Boah. So, Tierchen befreien, war nicht so viele drin in der Kapsel, aber wir haben das geschafft. Alter! Boah, so fordernd! Wow! Ich glaube hier durch, ne? Astro Lake, so ist es nicht Multiplayer. Ja, das meinte er mit, er hat die Multiplayer-Strecken als Singleplayer hinzugefügt. Amoklaufstern! Sogar gegen diese Spitzen verwundbar. Oh. Sollen wir denn da rüberkommen, ohne getroffen zu werden? Scheiße, ey.
Ey, wie soll man da rüberkommen? Wie soll man da rüberkommen? Ey, das jetzt geht nicht! Das geht nicht! Was soll der Mist? Alter! Oh! Okay, die Musik loopt nicht richtig. Und irgendwie wiederholt sich das Ganze jetzt hier, wie es aussieht. So wie Multiplayer. Oh, das geht aber schnell hier. Ja, endlich kann man rasen, so wie es im Zeugspiel sein soll. Oh, vor der Geschwindigkeitsrausch. Bam, bam, übers Wasser laufen. Oh, durch die Wand. Wow. Kam super viel out? Ne, super viel out geht nicht. Ah, okay, Sonic 3, ne? Super viel out gab es in Sonic CD, soweit ich weiß. Nicht in Sonic 3. Aber ja. Narwhals, Narwhals, swimming in the ocean. Causing a commotion, cause I'm so awesome. Narwhals, Narwhals. Oh. Okay, wir kommen jetzt hier durch. Hier drauf. Hier durch. Glaube ich zumindest. Ah, Slow Shoes. Die Musik in Slow Motion ist aber nicht schlecht. Ey, das hat ja fast nicht funktioniert hier. Oh, Alter! War das ein scheiß Batman, ey. Jetzt hier hoch, glaube ich. So. Wow, oh Bossgegner. Greif mal den an. Naja, Bossgegner gehen. Und wir haben ja Schild, können den Schild, das Schild durch die. Ja, es sind beide Schilder. Also ich habe ein Blasenschild bekommen und habe versucht, das andere Schild. Das Schild, das Plakat, keine Ahnung, ey. Ich glaube, mir ploppt es, ich frage mich. Ja? Okay. Oh. Hey, Speedschuh ist sehr gut. Ah. Oh. Alter, das Level Design ist unglaublich. Wow.
Okay, wir rasen wieder, sehr gut. Durch die Wände. Was? Wir waren nicht schnell genug, um diese Schilde oben zu bekommen. Wie schnell muss man denn dafür sein? Okay. Fliege natürlich wieder eine Ringe. Ah, gleich mehrfach. Mehrmals. Und was zur Hölle war das? Ich bin drin stecken geblieben. Oh nee. Oh. Lass es nochmal. Rasen. So, durch die Wände durch. Schaffen wir jetzt das. Wir können es trotzdem nicht erreichen. Ich glaub's ja nicht. Ach scheiße. Was ist das für ein Gegner? Ich hab noch nie gesehen sowas. Oh, boah! So. So, komm schon. Ah, Insta-Shield funktioniert. So, wie geht's weiter hier? Oh, hat er die Multiplayer-Stage genommen für einen Singleplayer-Experience? Für die Singleplayer-Erfahrung. Fange ich schon mit Denglisch an, glaube ich hier. So, boah, wo geht's denn? Okay. Scheiße, falsche Richtung ist bin Dash. Oh, jetzt geht's wieder zurück. So, hier drauf. Hier drüber, Insta-Shield. Ein bisschen laggt es meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und jetzt sehe ich es wahrscheinlich nicht, ne? So. Vorbei. Oh. Jetzt hat das Handy geklingelt, das erinnert mich an etwas, meine Eltern haben ein neues Auto gekauft und ihr wollt es mir zeigen. Aber auf die WhatsApp-Nachricht noch nicht richtig gelesen. Warte, daran denke ich jetzt gerade. Sehr ablenkend sogar. Oh, Manometer, ey. Boah, was sind das für ein Land in dieser. Oh, boah! Scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Frosch töten. Spin Dash. Durch die Wände. So. Ladenschild, die beiden anderen Monitore kriegen wir nicht. Aber wir haben jetzt wieder ein extra Leben. Kommt sehr gut. Das bräuchten wir, glaube ich, in einem Spiel. Das Schwierig ist gerade. Boah! Ich habe wieder von oben angegriffen. Wieso hat er denn mich kriegen können? Alter! Unglaubliche! So, Unverwundbarkeit. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft! Oh. Also diese Segmente, die, wo man so in diesen Geschwindigkeitsrausch kommen kann, Blast Processing und allen Kram, ey, die sind schon geil gemacht. Oh, jetzt kommt schon wieder Knuckles. Oh nein, der Bomber. Der Bomber aus Sonic 3. Was machen wir jetzt? Sonic 3 Angel Island Revisited läuft der Bomber ein bisschen giftig, die Bombe ein bisschen weiter nach vorne ab, dass man richtig ausweichen muss.
In dem Spiel kann man auch einfach nach rechts drücken und ausweichen, außer vielleicht bei der letzten. Unglaubliche. Ah, scheiße, man kann nicht ausweichen. Wo ist der? Ach, da ist der. Meine Güte. Jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's ganz schön dunkel. Alter! Scheiße, keine Ringe mehr! Scheiße, keine Ringe mehr! Scheiße, keine Ringe mehr! Boah! Stirb! Oh! Oh! Oh nein, ey. Oh Manometer, Manometer. So, wo? Wo? Hä? Ein Insta-Shield abgewehrt, habt ihr das gesehen? Es gibt ein Insta-Shield. Das ist erledigt, Dr. Robotnik. Wir haben Insta-Shield. Ah, verdammt, wir haben Insta-Shield. Hat nicht geklappt. Es wird dunkel. Alter! Alter, ey! Alter! Ohohoho, mit Null Ring! Mit Null Ring haben wir den Endgegner noch besiegen können. Okay. Wir haben's geschafft. Okay, wie geht's jetzt weiter? Carnival Light Zone. Okay. Auch ein nettes Gimmick. Mit dem Ballon wegfliegen. Baloo Park Zone. Nein, ey. Erinnert mich an Carnival Light Zone, ne? Scheiße, ey. Hä? Boah, ey, Alter, ey. Komm schon. Geh drauf. Boah. Alter. Nein, die Giraffe. Ich sehe Giraffe. Aber das ist nicht schlecht gemacht, die mit den Elefanten. Alter, die Musik, die loopt nicht richtig. Ah, letzte haben wir nicht mit aufgesammelt, waren Show-Shootingen. Okay, so bouncen. Komm nicht durch! Komm nicht durch! Alter, der geht auch nicht, in der Mitte geht es auch etwas. Da ist noch so ein Fließband unten. Alter, das Level-Design! Oh! Das Level-Design ist unglaublich, ey! Da hat so ein paar coole Stellen, aber manche Stellen sind einfach nur nervig, ey! Man muss auch richtig nachdenken!
Und ich bin hier nicht gut im Nachdenken, ey. Oh. Jetzt geht's wieder flott voran, ich komme gar nicht mehr mit. So schnell geht das hier voran. Jetzt kommt noch die Musik, die noch beschleunigt abgespielt wird. Yeah! Habt ihr den Move gesehen? Der war doch geil, ne? Oh! Okay, jetzt haben wir schön verloren mit dem blöden Gegner hier so. So, wo geht's lang? Hier, ne? Das sieht gar nicht aus wie ein Gegner, zu meinem Gegner, also. Kann Schaden verursachen. Was ist das für ein Mistkäfer hier, so? Ja, jetzt kommt wieder so eine nervige Stelle hier, wir müssen Ballons ausweichen. Was ist denn das? Wer schießt denn da mit Ballons auf mich? Eine Kanone! Scheiße nochmal! Boah! Kann man ausweichen? Nee, kann man nicht! Ich schau doch mal an, ey! Ich bin geduckt! Da müsst ihr ja nicht drüber fliegen! Ich bin geduckt! Was soll da? Na nein! Ja! Boah! Ey! Nervig! Nervig ist das hier! Boah! So, jetzt aber, meine Güte, ey! Wir haben es fast geschafft! Ja, wir sind drüber! Alter, ey! Alter! Scheiß drauf! Scheiß auf ein Schild, das ist mir zu blöd! Ah, Knuckles, das ist sehr gemein. Oh. Alter, der Laserstrahl. Okay, die Bosskämpfe gehen, also sind nicht so schwierig, aber auch nicht so leicht. Eigentlich sehr gut gemacht. Dass man den Ballon nicht ducken konnte, das verstehe ich nicht. Oh. Wow! Wow! Alter! Ist da viel passiert auf dem Bildschirm, ey. Ich konnte gar nicht so richtig mitverfolgen, so schnell ging das. Na, es gibt schon wieder so eine Stelle, die ich nicht kapiere, also geht's. So. Schon wieder so eine blöde Kanone. Matrix.
Okay, wir sind nicht so langsam, wie es aussieht, aber ich würde es ja auch gerne jetzt ein bisschen langsamer. Das geht nicht, wie man teilweise so richtig schnell spielt hier. Okay, wo geht's weiter? Alter, ist hier manchmal kompliziert. Nein! Knapp, ey! Oh! Nochmal! Hier drauf! Wieso bleibt er nicht kleben? Alter, diese Stellen im Spiel, das ist unglaublich, ey. Das geht viel zu schnell, ich weiß gar nicht, wie ich das... Boah! Alter! Das ist einfach nur wieder knifflig gemacht, unglaublich, ey. Das Level-Design, manchmal ist es so knifflig, so, oh, endlich! Wir haben es geschafft, boah, noch 3 Anläufen. Alter, ich wollte Feuerschild-Dash machen, das hat nicht funktioniert. Hab auf den Knopf gedrückt, unglaublich. Oh Mann! So, boah! Nee, oder nochmal so ein Ding. Wieso wird man da hinten geschossen? Mein Gott. Ah, endlich. Noch eins! Nochmal, oder was? Ich glaub's da nicht, jetzt haben wir da oben hier. So. Hallo, nach oben, nicht nach unten. Wow, ey. Schon wieder diese Kreise, ey. Boah, mit Spitzen diesmal. Versuche und nein, geht auch nicht, man muss von der Seite. Ja, man könnte auf die andere Seite jetzt das auch gehen, weil ich will die Schilder haben und das extra Leben. Ach, scheiß drauf, ey, ich hab genug extra Leben. Rasen wir weiter, rasen wir weiter. Wir sind Ringe. Oh nee, schon wieder so eine blöde Kanone! Alter! Viel zu häufig schießt das den Ballons ab. Scheiße, ich hab's gewusst, ey. Der Controller vibriert und wir sind tot. Oh. Thank you.
Ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung. Ja, wir laufen in die falsche Richtung. Ja. Alter! Oh, jetzt ist vorbei. Diese knifflingen Stellen sind nervig, ey. Jetzt kommt wieder die Kanone. Die Stelle wieder, ich habe keine Ahnung, wer da drüber kommt. Ah, natürlich hängt da ein Gegner. Alter! Alter! Unglaublich, ey! Boah! Boah! Wieder fast auf dem Monitor gelandet. Endlich Checkpoint. Drei sogar. Oh nein, Eggman hat auch so eine Kanone. Unglaublich, ey. Scheiße. Ah! Nach unten gab's auch Menge. Ah, hier sind wir 10 oder 13. Ja. Boah! Gleich am Anfang, ey! Nein! Schon wieder weg! Ey, der Gegner ist schwierig, ey. Wow! Sind wir durch? Cyber Chronicles, wir sind durch, Stage 2023 Demo. Direktor, Designer, Programmer, Level Design und Technik, QA, Technical Assist, Eugene Funk, Fantic X, Kristiakov, Artist, Sega, Sonic Team, Dolphman, Fantic X. Wow, wir haben es durchgespielt, Leute. Wir sind durch. Wow, okay. Music Composer, Sega, Sonic Team, Sonic Maxil, Card, Revolution, Lyra Wilson, Original Game by Sega, Sonic Team. Thank you for playing. Ja, boah, wir haben es durchgespielt. Das war Sonic 3 Chronicles. Also,
ist noch eine Demo, aber jetzt nach meiner Meinung nach ist es sehr gut gemacht. Es gibt auch ein paar knifflige Stellen im Level, die gefallen vielleicht manchen mir nicht so, aber es gibt auch Stellen, wo man schnell rasen kann und so. Das gefällt mir lieber. Gibt es auch ein Spiel. Und ja, ich habe das auf Sonic gespielt, keine Ahnung wie das ist bei Tails, vielleicht ist es einfacher zu spielen bei dem bei Level Design. Okay, so nach 50 Minuten haben wir endlich das Spiel durchgespielt. Und es fängt wieder von vorne an. Okay. Wow. Sonic the Chronicles. Also echt. Hut ab, das Spiel war nicht schlecht. Bisschen knifflig manche Zeit, aber ja. Hab ich schon erwähnt. Und ja, nach 50 Minuten, 40 Sekunden sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Bleibt gesund. Jetzt werden wir noch mit der schönen Melodie begrüßt und so. Zone 4. Ich kann hier auch als Mighty spielen. Das testen wir mal eben kurz noch an. Das testen wir mal an, wie es als Mighty ist. Ach scheiße, er fährt verrückt. Okay, Knuckles kommt nicht bei Mighty. Und es hängt. Naja. Okay, das ist Mighty. Mal gucken, wie der sich so spielt. Ein bisschen. Hat er Spin Dash? Ja, Spin Dash. Hat aber kein Insta-Shield und glaub Schilde kann er auch nicht verwenden. Okay, das ist schon jetzt gemacht, dass man als Mighty spielen kann. Aber er scheint keine Spezialfähigkeit zu haben. Ah doch, der kann Chill einsetzen. Hat aber kein Insta-Shield wie Sonic. Ja. Okay. Ein bisschen spiele ich noch an und dann verabschiede ich mich. Denn wir haben ja das Spiel durchgespielt. Nach fast einer Stunde. Und ja, es ist trotzdem ein gutes Spiel. Schaut euch mal an, man kann das Mighty spielen. Oh, kann er auch hier bouncen? Kann er. Kann Tails nicht. Ah, hier die Zahnarzt-Dinger. So. Das war ein bisschen knifflig, als ich das angespielt habe, wusste nicht, wie ich da vorbeikomme. Es war nicht schlimmer als diese Tonne in Sonic Carnival. Kein Mensch wusste, dass man einfach nur hoch und runter drücken musste. Und jetzt, oh, jetzt haben wir wieder Verlangsamung. Ja, diese Ringe hier können auch bringen. Normalerweise müssen sie in einer Special Stage springen, aber das bringt jetzt nur 50 Ringe, bringt dann nicht ein gutes extra Leben. Ja, die Slow-Schuhe hätten sie nicht einführen sollen. Das hätte er nicht einführen sollen. Okay. Also, es ist vielleicht an meinem Projekt das Fangame, aber es sieht schon nicht schlecht aus. Es ist eine Demo. Aber man kann damit eine Stunde lang Spaß haben. So. Okay, man sieht es an. Mir macht das Spiel schon eine Menge Spaß, sonst will ich es nicht nochmal spielen. Oh, aber als Mighty wollte ich das mal ausprobieren, so. Das ist schon wieder so diese knifflige Stelle im Level Design. Ja. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei so einer... Ah, die werfen immer nach hinten, die Spikes.
meine genau in die gegengerichtete Richtung, wo man eigentlich hin muss. Was ist das denn jetzt hier? Der holt sich. Ach, das Ding ist schon weg. Ah. Ich glaube, wir müssen hier. Okay, geht runter, ne? Na hier, da geht's weiter. So. Ah, nee, das will ich nicht wiederholen. Okay, das war Malti, noch ein bisschen angespielt. Danke fürs Zusehen, bleibt gesund wie immer. Danke fürs Zugucken. Hoffe, ihr hat es euch gefallen. Like nicht vergessen wie immer. Und es gibt aber für euch einen Daumen hoch. Für euch, wenn hier kommt der. Tschüss, Leute. Schaut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.